Er hat es ins Leben gerufen, Manfred Beuth. Kurz nach der Flüchtlingskrise vor 2 Jahren wollte er unbedingt was tun und hat die Gruppe gegründet. Teilnehmen kann jeder, darauf legt Manfred Beuth Wert. Im Schnitt treffen sich rund 20 Wanderlustige, davon meist die Hälfte Geflüchtete. Diesmal geht's mit dem Zug los. Unsere Flüchtlinge, die bekommen das umsonst und alle anderen bezahlen dann. Machen wir dich sehen. Achtung, jetzt, also wie gesagt, 3, 2, 1, tschüss. Das Ziel, die Reichsburg in Koche. Erstmal 40 Minuten Zugfahrt. Zeit, sich kennenzulernen und von vergangenen Ausflügen zu berichten. Das war im Sommer. Es ist ganz wichtig, dass sie einfach diese Akzeptanz auch haben, dass sie mit Einheimischen sprechen können und dass sie dadurch auch mehr integriert werden, sich heimisch fühlen. Das ist ganz wichtig. Auch die Flüchtlinge untereinander lernen sich kennen. Verschiedene Nationalitäten, verschiedene Sprachen. Kommuniziert wird auf Deutsch. Ich freue mich, wenn ich wandere und wenn ich meine lieben Freunde sehe, dann bin ich sehr zufrieden. Ist das eine gute Möglichkeit, wenn man neue Sprache besser lernen. Kochen. Manfred Beuth immer vorneweg. Vom Hauptbahnhof geht's hoch, auf die Reichsburg. Es ist diesmal nur ein kurzer Marsch, aber darauf kommt es nicht an. Das hier ist immer Multikulti, verschiedene Leute, gibt es verschiedene Hintergrund. Und das kann man immer neue Leute kennenlernen. Und das ist wichtig für mich eigentlich, immer mit der Sprache. Für mich die beste Sache ist Freundschaft. Ist mir egal, ob der Mann Muslim oder Christian. Und er ist Sunniten oder Schiiten. Beste Sache ist ein Freund von mir. Das ist die Beste. Auf den Wanderungen sehen die Flüchtlinge viel vom Land. Und sie lernen die Region kennen, der Weinbau. Sie sehen historische Bauten, so wie die Reichsburg. Auch die Deutschen profitieren. Ja, ich denke, dass wir viel voneinander lernen. Das ist sehr wichtig von der Kultur. Ja, und dass wir uns so austauschen und, sag ich mal, auch Vorurteile abbauen. Hinzu kommt, dass die meisten Flüchtlinge kaum aus ihren Wohnheimen rauskommen, geschweige denn alleine Ausflüge machen. Manfred Beuth ändert das mit seinen Wandertagen. Ich möchte halt, dass sie sich hier wohlfühlen und also auch einen schönen Eindruck von unserem Land bekommen. Das ist also meine wichtigste Aufgabe. Wandern mit Freunden. So macht Integration Spaß.